Hallo und herzlich willkommen, ich bin der Carlos und hier seht ihr FIFA 15, diesmal die Vollversion. Und wie ich schon im Video angekündigt habe, zocken wir jetzt den Karrieremodus mit der Hertha aus Berlin. Ja, dann fangen wir auch mal gleich an. Ja, Hertha BSC Star Lasogga in Hamburg SV verkauft, ja Hammer, geil, kann man mal machen, warum nicht? Ja, liebe Leute, und für Tipps und Tricks wäre ich natürlich sehr, sehr dankbar. Gar keine Frage. Ja, wie ihr seht, ich habe schon was angezockt, um zu sehen, wie es läuft. Und was ihr jetzt hier seht, ist jetzt wieder live. So, 4-4-2. Gehen wir jetzt mal hier ins Büro. Was haben wir denn hier? Ja, für Tipps und Tricks wäre ich dankbar. Wenn ich mir kaufen soll, wenn ich mir lieber nicht kaufen soll, wer sich gut entwickelt, etc. pp. So, wen werde ich verkaufen? Sandro Wagner. Ah, neue Vertragsdetails. Ne, ich will keinen neuen Vertrag anbieten. Ne, auf das auf gar keinen Fall. Darüber kümmern wir uns mal später. Und zwar kümmern wir uns jetzt mal um die Saison erstmal. Das erste Spiel haben wir nämlich gegen Werder Bremen. Bis zum Datum simulieren. Ja, für die Hertha läuft es ja momentan nicht ganz so rund in der Saison. Obwohl sie jetzt letzte Woche den ersten 3 eingefahren haben. Sonst 2-2 gegen Bremen. Dann gab es eine Niederlage gegen Leverkusen. Dann gab es, glaube ich, noch eine Niederlage gegen Mainz 05. Dann glücklich 2-2 geholt gegen Freiburg. Und dann jetzt gewonnen 1-0 gegen den VfL Wolfsburg. Ich glaube, für uns läuft es jetzt ein bisschen besser. Und zwar, dass wir den ersten 3 ja gleich direkt einfahren, und zwar gegen Werder Bremen. Und wie gesagt, ihr könnt fleißig mitmachen. Tipps und Tricks, wen kann ich mir holen, was passt bei mir ins Budget, wen hilft meiner Mannschaft weiter. Ne, damit wir die Hertha zur Meisterschaft führen und am besten auch noch zur Champions League, sowie DFB-Pokalerfolg. Wenn es gut läuft natürlich. Versteht sich ja von selbst. Ja, ihr hört keine Musik. Warum das Ganze? Ja, GEMA, ne? Die GEMA grüßt immer. Sonst werden die Videos geclaimt. Ich muss die Musik entfernen und dann ist meine ganze Tonspur hinüber. Das ist natürlich auch nicht so geil. Und das will, glaube ich, auch keiner. Deswegen gibt es keine Musik. Das mal dazu. So, was haben wir soweit? Haben wir geil. Liegt im Büro was an? Spielerentwicklung, okay. So, wir kümmern uns jetzt um die erste Partie. Und zwar, gucken wir jetzt mal die weiteren Paarungen an. Köln gegen Hamburg, Dortmund Bayer, Frankfurt Freiburg, Hannover gegen Schalke, Hertha gegen Bremen und TSG. Okay. Auf geht's. Erster Spieltag. Zu Hause natürlich. Heimpremiere. So wie es sein sollte. Teammanagement. Wir spielen ein klassisches 4-4-2 erstmal. Oder spielen was anderes? Ja, wir spielen das klassisches 4-4-2. Mit Kalu und Shiba. Mal gucken, wie das funktioniert. Auf geht's. Auf geht's. Na, ja, mal geil, wie ich das wieder gemacht habe. Aber auf geht's. Da sind wir wieder in der Liga und Olympiastadion, Hertha gegen Bremen.
So, auf geht's. Und in der heutigen Partie heißt es Hertha BSC gegen Werder Bremen. Weiß nicht, ob Kalou trifft. Dem Neuzugang heute seine erste Chance geben zu wollen. Wir zocken das Ganze hier auf Profi, 6 Minuten in der Halbzeitlänge. Ist ja oft entscheidend. Lustenberger. Ja, wo, nein, schade. Schade. Nein. Jawohl. Oh. Schade. Ob ich was draus mache? Nein. Leider nicht. Aber Einwurf. Ball im Aus, gibt Einwurf. Nico Scholz. Jetzt könnte es gefährlich werden. Jawohl, der setzt sich durch. Jetzt ins Tor. Nein. Nein. Schade. Aber wir sind schon mal gleich am Drücker. Da läuft heute mit Werder Bremen ein Gründungsmitglied der Bundesliga auf. Genau, mit Nein. Ausnahme einer Spielzeit 80-81 gehörte das Team von der Weser konstant der Bundesliga. Hast du? Jawohl. Sehr schön gespielt. Sehr gute Flanke. Nein. Sofort abgezogen und Nein. Den hat er jetzt nicht sauber erwischt. Schade, Kalou. Aber er zeigt gleich, was er kann. Der gute Salomon Kalou. Okay. Zweikampf und Nein. Ballbesitz. Im Ansatz ein überzeugender, ruhiger Spielaufbau. Aber dann können Sie den Ball nicht behaupten. Ihr könnt ja gerne mal drunter schreiben, von welchem Verein ihr ein Fan seid. Bei mir ist es eher der VfL Osnabrück. Mit Hertha BSC sympathisiere ich. Das war ein Foulspiel, Schiri. Das würde mich echt interessieren, von welchem Verein ihr ein Fan seid. Ah nein, wo macht ihr den hin? Egal. Gebt Einwurf. Den habe ich nicht berührt? Okay. Kam mir so vor, als hätte ich den berührt. Salomon Kalou. Kalou. Mit diesem Ballverlust bringen Sie sich doch unnötig selbst in Gefahr. Garcia. Das wird nichts. Das können wir gleich unter... What the hell? Ist jetzt seine Chance. Was war das denn? Bin ich ja jetzt komplett perplex gewesen. Haben wir sehr schön. Pekarik. So, jetzt komm. Ruhiger Spielaufbau. Schieber. Seite. Nein, ich wollte eigentlich auf die Seite spielen. Mal komplett verlagern. Hat aber nicht funktioniert. Toll, wie er das macht. Ach, hör auf. Im Leben noch nicht. Den Passgeber an dieser Stelle mit Sicherheit ärgert. Das war eine super Vorlage. Ja, die Vorlage war zwar nicht schlecht, aber... So, jetzt geht's weiter. So, wohin? Erstmal dahin. War kein Foulspiel. Okay. Ich habe sie ja als klarer Rempler gesehen. Ah, das muss ich auch so sehen. Gelb. Und was entscheidet der Schiedsrichter? Wenn das kein Gelb gibt, ne, dann weiß ich auch nicht weiter. Ja, da muss es Gelb geben. Ja, richtig so. Für Cedric Macchiadi. Wenn der da... Was ist das denn jetzt? Ach, der ist verletzt. Auch noch Kalou. Das gibt's doch nicht. Oh, nicht. Ach, Mann. Wir bringen... Ja, okay, Sandro Wagner. Was sollen wir denn machen?
Boah, nee. So reingeht, dann ist es ja wohl klar, dass er zurückgepfiffen wird. Nee, es war nicht Kalou, der verletzt ist. Der liegt richtig mit seiner Einschätzung. Hoch, weit und raus heißt jetzt das Motto. Es war nicht Kalou, der verletzt ist bei mir. Wer ist denn verletzt bei mir? Der Ball kommt gut rein, trotzdem ist der Gegner zu. Ah, schade. Flanke fliegt in den 16er. Ah, Mist. Jetzt fehlt mir natürlich wieder ein Spieler mit Salomon Kalou. Das ist echt bitter. Und das ist richtig bitter. Nein. Nein. Jetzt gib mir den Ball. So. Schieber. Kleine Rangelei um den Ball. Hinter mir? Perfekt. Bekarik. Der Assistent zeigt an, abseits. Abseits? Okay. Ist im Ernst? Ja, okay, ist abseits. Brauchen wir gar nicht darüber zu diskutieren. Finn Bartels. Gib mir den Ball. Das wird nichts. Normalerweise wird das jetzt gar nichts. Das darf gar nicht erst heiß werden. Pass in den Strafraum. Das darf doch nicht wahr sein. Jetzt hat er den Ball und jetzt hat er mehrere Konter. Möglichkeiten. Sandro Wagner. Das ist kein. Das ist kein Vorspiel oder was? Mal ohne Spaß jetzt. Ein Freistoß, gepfiffen durch den Schiedsrichter, nicht mehr. Ja klar. Hä? Nils Petersen. Hammer geil, was ist das denn? Wieso wird ein Vorspiel für ihn? Können Sie die Flanke verwerten? Das kann er besser. Was ist das denn, Junge? Er hat doch mich doch klar gefault. Mein Spieler lag noch am Boden. Warum pfeift er das denn nicht? Sandro Wagner. So, erstmal dahin. Nico Scholz. Hast du schön verarbeitet. Jawohl. Das ist es. Nein. Und dieser Flankenball sorgt für keine Gefahr. Mann, Schiri, das geht aber besser. Ja wohl nicht gewesen sein. Jetzt muss nur noch ein bisschen Risiko dazu kommen in der zweiten Halbzeit. Soll ich mir jetzt angucken, wer bei mir verletzt ist? Ja, also Hamburg führt in Köln, komplett unrealistisch. Dortmund führt 1-0, Frankfurt liegt 1-0 zurück gegen Freiburg, okay. Und die beiden anderen Partien 1-1 zur Halbzeit. Was ist denn bei mir jetzt hier Sache? Wen kann ich bringen? Ich bringe mal Ronny. Für Lustenberger? Ne, für ihn hier. So, und dann wieder zurück und weiter geht's. Anstoß. Mit Ronny sollte alles besser werden. Hoffen wir es zumindest. Vielleicht trifft er hier nochmal in der 96. Minute wie gegen Freiburg. Oh, oh, was ist das denn? Er könnte passen. Boah, wo spielst du hin? Oh, Junge. Was denn jetzt? Aber das pfeifst du, ne? Hammergeil. Lustenberger. Der Übeltäter hat es eingesehen. Es gibt Freistoß. Aber Mann, Schi, was weißt du denn da jetzt? Bisschen oft, bisschen kleinlich gerade. In Kürze steht also die nächste Bundesliga-Begegnung an für Hertha BSC.
Dann geht es oh, schweres Auswärtsspiel. Ganz schweres Auswärtsspiel. Werden wir Ihnen diese Partie präsentieren. Und jetzt hat er die Chance, um zu flanken. Ja, und ah, zu nah am Tor. Ja, komm, mach. Nicht hier auf Zeit spielen. Nils Petersen. Jetzt kämpfen sie um den Ball. Sehr schön. Ronny. Nein, okay, aber egal. Kraft. Jawohl, perfekt. Hast du... Nein, der geht zu weit. Es muss Einwurf geben. Iset. Garcia. Di Santo. Jawohl. Hier kommt sie jetzt. Guck mal hin. Nein, wie... Oh, Mann. Nicht mal das Tor getroffen. Das ist auch schon der Hammer. Muss er noch erstmal schaffen. Garcia. Wenn Sie mich fragen, mangelnde Konzentration jetzt. Di Santo. Finn Bartels. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Oh. Nein. Achtung! Boah, immer diese Geschichten. Einwurf. Einwurf, nicht Abschluss? Okay. Die nächste Partie der Bremer steht an und gegen wen es Macchiari geht runter. Ja, es geht gegen Hoffenheim im nächsten Bundesligaspiel. Und das ist ein Gegner, der könnte eine Nummer zu groß sein. Freistoß gegen Werder Bremen wegen Foulspiels. Die gehen aber auch ganz schön zur Sache, ne? Muss man ja sagen. Iset. Irgendwie ist die KI bisschen aggressiver. Ey, Leute. 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 Alter, was war das denn? Ey, das war richtig Glück gerade. Langsam kann er sich den Ball zurecht. Nein, und da kriegt er den. Und da kommt der Gegner an den Ball und bringt diesen Angriff erstmal zum Erliegen. So. Nico Scholz. Wohin jetzt? Alter, was? Ein verbissener Zweikämpfer, der Erfolg hat. Er hat den Ball. Nein. Finn Bartels. Die Gäste wollen wechseln. Beim nächsten Pfiff des Schiedsrichters dürfte es soweit sein. Die grätschen jetzt bei jeder Sekunde, wa? Fritz. Sobald man die Zeit hat, direkt grätsch ansetzen. Kann ich auch mal. Bleibt, aber er bleibt einfach oben. Daraus dürfte jetzt gar nichts kommen. Die Möglichkeit. Boah, boah, Leute. Herzinfarkt pur gerade. Ach, den Ball klärt er sogar. Ja, er spielt den Ball nach draußen. Junosovic. Ja, den Ball klärt er auch. Den Ball auch. Was ist denn los gerade? Ich komme gerade gar nicht mehr hinterher. Obraniak. Leute, raus da. So, Konter. Ja, wenn ich mal Konter ansetzen will, es läuft keiner mit. Es läuft überhaupt keiner mehr mit. Das heißt, wer ist jetzt hier am Drücker? Ja, wohin? Erstmal dahin. Hier steht es immer noch 0:0. Viel bleibt nicht mehr zu spielen. Gegen wir kommen. Spielen Sie als nächstes, Buschi? Der kommende Gegner, der Herr Tana, heißt Bayer. Und Tor! Goal! Ja, Mann! Was für ein Tor! Besser noch nicht an, über Entscheidungen zu reden. Aber eine Vorentscheidung. Sagen wir mal so. Jo, das ist spät und das müsste dieses Ding hier normalerweise die Entscheidung sein. Das ist unfassbar spannend.
Klasse erwischt, diesen Kopfball Druck hinter die Kugel gebracht, aber glänzend pariert. Und jetzt geht diese Partie in die entscheidende Phase. Und jetzt geht die Post unser Torschütze mit der Nummer 33, Sandro Wagner. Hammer geil. So, und jetzt die Null halten. Wieso sitze ich eigentlich hier? Aber jetzt wissen Sie es, der Bann ist gebrochen. Jawohl. Hammer geil. So, jetzt irgendwie Null halten. Oh. Komm, attackieren. Oh, okay. Warum springt er jetzt? Weil er Angst hat oder weil er schlau ist? Weil er Angst hat. Nein! Oh, Alter. Perfekte Vorlage. Garcia. Und das ist jetzt die Möglichkeit. Oh, das war der Pfosten. Aber da ist doch alles drin. Puh. Boah, was eine Partie zum Auftakt, liebe Freunde. Was eine Partie. Ja, raus. Das war wichtig, dass sie hier geklärt haben. Jetzt pfeif doch endlich ab. Worauf wartest du denn? Pfeif ab. Sandro Wagner. So, das bringt ein bisschen Zeit. Ich will ja nicht unten Buschi, aber ja. Ich habe das erste Spieltages gesehen. Die standen am Ende ganz unten. Ja, das geht mir jetzt. Das macht dann einmal 3 Punkte für die Hertha aus Berlin. Aber wie gesagt, da muss man. Puh, schweres Brot. Tollen, hochklassigen Fußball haben wir gesehen, liebe Zuschauer. Da stimmen Sie mir sicherlich zu. Ich bin mir sicher, auch Ihnen hat das richtig Spaß gemacht. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ihr Manni Breukmann. Mann, 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 es war ein hartes Stück Arbeit. Schüsse aufs Tor habe ich mehr. Schüsse allgemein, Ballbesitz habe ich mehr. Schussgenauigkeit, okay. Spielerwertung, Peter, okay, 7,4, alles klar. So, der Hamburger SV gewinnt in Köln. Dortmund gewinnt 2-0 gegen Leverkusen, unser nächster Gegner. Okay, ich habe es jetzt leider nicht mehr gesehen. Ja, liebe Leute, ich bedanke mich mal fürs Zuschauen. Wenn ihr Bock habt, bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.